Hallo Leute, schön, dass ihr uns mal wieder begleiten wollt. Es fällt uns sehr schwer, in dieser wunderschönen Gegend mal einen Tag nicht zu fliegen. Aber angesichts einer solchen Aussicht, schon beim Frühstück, lässt es sich dann doch einigermaßen ertragen. An dieser Stelle möchte ich noch ein paar Sätze zur Ein- und Ausreise nach und von Kroatien sagen. Das Land gehört zwar seit dem 01.07.2013 zur EU, aber nicht zum Schengen-Raum. Daher sind bei der Ein- und Ausreise neben dem obligatorischen Flugplan auch Personen- und Ausweiskontrollen notwendig. Das wiederum bedingt, dass Kroatien sogenannte Ports of Entry, Ein-Ausreise-Flughäfen, definiert hat. Aus dem Norden kommend sind die wichtigsten Pula, Rijeka, Zagreb, Zadar und Lošinj Island. Wenn man also keinen Ärger haben möchte, muss man sowohl auf EU- als auch auf kroatischer Seite einen Flugplatz mit polizeilicher Personenkontrolle wählen. Und dafür ist Porto Roche auf der EU-Seite besonders gut geeignet, weil dort immer eine solche Kontrolle möglich ist. Es ist keine Vorbestellung nötig, die Polizeistation ist immer besetzt und die Wartezeiten sind gering, weil die Abfertigung sehr viel schneller geht als auf großen Airports. Ich habe 2019 gleichermaßen Dubrovnik und Pula ausprobiert, das geht natürlich auch, ist aber nicht so flott und bequem. Übrigens benötigt jeder VFR-Flug in Kroatien einen Flugplan. Auch das habe ich vor 2 Jahren schmerzhaft lernen müssen, als ich bereits am Rollhalt der Startpiste stand, auf die Startgenehmigung wartete und wieder zum Gate zurückgeschickt wurde, weil ich glaubte, für innerkroatische Flüge keinen Flugplan zu benötigen. Das ist das Mindeste, was man für einen Flug nach Kroatien wissen sollte. Andere Themen wie Luftraumstruktur, Transitrouten, Sichtflugregeln, Übergangshöhen und solche Dinge sind alle ein klein wenig anders, würden aber den Rahmen dieses Videos sprengen. Kehren wir also zurück zum heutigen Flug. Nach dem fliegerischen Ruhetag wollen wir heute, am übernächsten Tag nach unserer Ankunft hier in Porto Roche, 2 weitere Flughäfen auf 2 weiteren Inseln besuchen, auf denen wir bisher noch nicht waren. Der Flug heute ist ein sehr kurzer Leck, auf dem direkten Weg nur eine halbe Stunde. Er führt uns aus dem Rosenhafen direkt auf die Insel Krk. Rosenhafen? Ja, tatsächlich. Bis zum Ersten Weltkrieg war Istrien und damit Porto Rose bekanntlich ein Teil von Österreich und hieß Rosenhafen. Die Stadt war schon vor über 100 Jahren einer der bekanntesten Kurorte Europas. Die zahlreichen stilvollen Bauwerke haben ein klein wenig vom Glanz der österreich-ungarischen Monarchie konserviert. Aber wie sieht nun unsere konkrete Route aus? Nach dem Start fliegen wir direkt zur Küste und folgen ihrem Verlauf nach Süden. Ein paar der schönsten Städtchen und Häfen ziehen unter uns vorbei. Als erstes kommt Umag und danach Novigrad und Poreč. Dann folgt Vsar. Hier waren wir in 2019 bereits zu Gast. Ein toller Platz, ein genialer Anflug über das Meer und ein eigenes kleines Flugzeugmuseum. Als nächstes folgt Rovinje, oft die Perle Istriens genannt. Das für mich immer noch schönste all dieser Örtchen. Und natürlich lassen wir es uns nicht nehmen, auch die winzig kleinen vorgelagerten Inselchen zu besuchen, bevor wir die Insel Cres überfliegen und uns danach beim Tower anmelden. Dieser internationale Airport heißt zwar Rijeka, er liegt aber hier auf der vorgelagerten Insel Krk, obwohl die Stadt Rijeka bekanntlich 15 Kilometer nordwestlich auf dem Festland liegt. Bei der Videoerstellung fand ich es übrigens mal wieder erstaunlich, wie genau Google Earth die Realitäten abbildet. Schaut mal hier. Okay, starten wir nun zu unserem einstündigen Flug. Porto Roche Tower, good day. Delta Mike, Echo Mike, Zulu. Delta Mike, Echo Mike, Zulu, Porto Roche, good day. Delta Mike, Echo Mike, Zulu, on parking position grass. We are a formation of 2 microlight aircraft, Delta Mike, Echo Mike, Zulu, and Delta Mike, Golf, Tango, Zulu, each POB-1, VFR with flight plan to Rijeka, Lima, Delta, Romeo, India, leaving via Papa Sierra 1, request taxi, and please open flight plan.
Delta Mike Zulu, taxi to holding point Bravo runway 33, QNH 1016, and flight plan is open for both of you. Delta Mike Echo Mike Zulu, thank you. We'll taxi via Bravo, taxi runway 33, and QNH 1016. Delta Delta Whiskey, line up runway 33, backtrack approved. Delta Whiskey lining up 33, backtrack approved. Sierra Bravo Whiskey, taxi to the apron. To the apron, Sierra 5, Charlie Bravo Whiskey. Delta Delta Whiskey, squawk 7004 after departure, Vicky climb to 2000 feet. 7004, squawk and after departure climbing 2000 feet in Bond Vicky. Delta Mike Echo Mike Zulu Formation, Position Runway Holding von Bravo, Runway 33, ready for departure. Delta Mike Zulu Formation, line up runway 33, backtrack approved. Delta Mike Echo Mike Zulu Formation, backtrack approved, Runway 33. Delta Mike Zulu Formation, squawk 7002, after departure, Papa Sierra 1, 1000 feet, AGL. Delta Mike Echo Mike Zulu Formation, squawk 7002, and after departure, Papa Sierra 1, altitude 1000. Delta Mike Zulu and confirm, requesting 1000 feet, entire routing. Delta Mike Echo Mike Zulu, confirm. Entire routing 1000 feet. Roger, sir. Cleared for takeoff runway 33, wind 300 degrees, 3 knots. Delta Mike Echo Mike Zulu formation, runway 33, clear for takeoff. Delta Mike Echo Mike Zulu, taking off 33. Roger. Delta Mike Echo Mike Zulu Formation, approaching Papa Whiskey 1 in 1000 and following the Adria 1 transit route. Delta Mike Zulu Formation, contact Pura Radar 124 decimal 6. And if you will have problems with contacting Pura, then climb to 2000 feet to speak to them, because maybe because of the low level flight they will not hear you. Delta Mike Echo Mike Zulu, I completely understand, and we'll go to Pula 124 decimal 6. Thank you and bye bye. Welcome, sir. Bye bye. Pula Radar, good day. Delta Mike, Echo Mike Zulu. Delta Mike, Echo Mike Zulu, Pula Radar, dobar dan, identified. Proceed to Versar, Echo 3, next, 1000 feet, AGL, QNH 1016.
Delta, Mike Echo, Mike Zulu, QNH 1016, proceeding to SAR in 1000. Delta Mike Zulu, confirm your information with Delta Mike Golf Tango Zulu. Delta Mike Zulu, confirm. We go to Rijeka, Lima Delta, Romeo, India. Delta Mike Zulu, roger. Would you like to proceed direct Rijeka now? Delta Mike Echo Mike Zulu, formation. Our intention is to go via the Saar Porridge, then following the coastline to Rovinje if possible. After that, back to the north to VFR Transit Route Adria 1, and then Plomin and Plavnik. Delta Mike Zulu, roger. You can follow the coastline to Rovinje, and after Rovinje, proceed to Plomin. Delta Mike Echo Mike Zulu, roger. We will proceed to Rovinje and then direct Plomin. Schon in 2019 habe ich sehr gute Erfahrungen mit den hiesigen Lotsen gemacht. Zwar herrscht in Kroatien, wie schon erwähnt, Flugplanpflicht für alle VFR-Flüge und die Lotsen sehen es natürlich gern, wenn man die ausgewiesenen Transitrouten auch tatsächlich benutzt, aber wenn man freundlich fragt, bekommt man seine Wünsche auch erfüllt. Man muss allerdings gut vorbereitet in den Flug gehen, damit man die Namen der Pflicht- und Bedarfsmeldepunkte sowie der übrigen Waypoints seines Routings auch parat hat. Ich bin schon ein paar Stunden am Himmel Kroatiens unterwegs gewesen und noch nie hat mir ein Lotse einen Wunsch abgeschlagen. Selbst ein Flug entlang und durch das Naturschutzgebiet der Krka-Wasserfälle, das sind die berühmten Kaskaden aus den Winnetou-Filmen, ist uns genehmigt worden. Dazu komme ich noch explizit im nächsten Video. Aber nun lassen wir uns erst einmal von Rovinje begeistern. Ich nehme mal etwas Videospeed heraus und lasse diese wunderschöne Landschaft langsam unter uns vorbeiziehen.
Auf dem nun folgenden ziemlich langweiligen Abschnitt zwischen Rovinje und dem Reporting Point Plomin steigt das Gelände an, zwar sanft, aber dafür stetig. Hier können wir die Höhe von 1000 Fuß über dem Meer gar nicht mehr einhalten und wechseln, allerdings ohne uns das von Pula Radar bestätigen zu lassen, denn es geht ja hier nicht anders, auf 1000 Fuß über Grund. Mike Echo, Mike Zulu, confirm after Plomin, you proceeding to Plavnik and then Kilo One. Delta Mike Echo Mike Zulu, Formation confirmed. Next report after Plomin is Plavnik and then Kilo One and Mike One. Sir. Delta Mark Echo Mike Zulu Formation Position Plomin in 2000, next report Plavnik. Delta Mike Zulu, Roger. Mike, hörst du mich? Ja. Ich raste jetzt schon Rijeka Tower 1190. Okay. Delta Mike Echo Mike Zulu, contact Rijeka 119er, decimal zero. Delta Mike Echo Mike Zulu formation, will contact Rijeka Tower 119er, decimal zero. Thanks for, bye bye. Bye bye. Rijeka Tower, good day. Delta Mike Echo Mike Zulu. Delta Mike Echo Mike Zulu, Rijeka Tower, Dobaran. Delta Mike Echo Mike Zulu, we are a formation of two Microlite aircraft, Delta Mike Echo Mike Zulu and Delta Mike Golf Tango Zulu, each POB1, VFR with flight plan from Porto Roche. Current position is nearby Plavnik, 1 minute for landing please. Delta Mike Echo Mike Zulu, formation enter control zone via Kilo 1. 1000 feet AGL, runway new Sirica 32, wind 300 degrees, 4 knots. QNH 1016. Delta Mike Echo Mike Zulu formation will enter control zone via Kilo 1 and QNH 1016. Delta Mike Zulu report approaching left base runway 32. Delta Mark Echo Mark Zulu will report approaching runway 32. Delta Mark Echo Mark Zulu formation approaching Kilo 1, next report long final. Delta Mark Zulu formation, Roger. Delta Mike Echo Mike Zulu Formation, field is inside and established on long final runway 32. Delta Mike Zulu, Roger, break formation, landing 1x1. Delta Mike Zulu, wind 300 degrees, 4 knots, clear to land, runway runway 32. Delta Mike Echo Mike Zulu Formation, runway 32, clear to land and landing 1x1. Delta Mike Golf Tango Zulu, number 2 of the formation, established long final 3-2, number 1 inside. Delta Tango Zulu, Roger.
vacate via Bravo. Delta Mike Echo Mike Zulu vacating via Bravo. Delta Tango Zulu, wind 320 degrees, 1 knot, clear to land, runway 32. Delta Mike Tango Zulu, clear to land, 32. Delta Mike Zulu, runway vacated. Delta Mike Zulu, proceed to the apron, follow martial alert. Delta Mike Echo Mike Zulu, wake up. Bravo. Tango Zulu, we vacate via Bravo. Auf dem Airport ist man gut vorbereitet auf kleine Flugzeuge. Das Verzurren geht ruckzuck, die Flieger werden wegen der starken Sonneneinstrahlung natürlich wieder abgedeckt und unsere Brocken sind auch schnell ausgepackt. Die Einreiseformalitäten dauern etwas länger als in Porto Roche, mit allem drum und dran etwa eine halbe Stunde. Dann nehmen wir ein Taxi, das vor dem Airport bereitsteht, und lassen uns zum Hotel in Nivica fahren, das wir gestern bereits gebucht hatten. Und als hätten wir nicht schon genug schöne Landschaften gesehen, verwöhnt uns das Hotel mit so einem Ausblick. Und unsere Freude am Fliegerleben ist jetzt nur noch steigerbar durch die Planung des morgigen 320 Kilometer langen Fluges entlang der Kornaten auf die Insel Brač.